So Leute, wir machen jetzt Subdi-Modeling und zwar werden wir hier dieses Objekt machen und das Besondere dabei ist, dass das komplett aus Quarz besteht und wenn ich hier mal den Subdi-Modifier deaktiviere, dann seht ihr das schon. Wir können hier auch reingehen, wir sehen, das sind alles Vierecke und das ist ein sauberes Mesh und wir können das auf 2, auf 3, auf 4 Unterteilungen machen, das wird immer stabil bleiben. Und immer dementsprechend gut, sauber und hoffentlich perfekt aussehen. Und das schauen wir uns jetzt an, wie wir das machen. Dazu werde ich das hier erstmal löschen. Wir befinden uns in Blender 3.6.5 und wir fügen hinzu. Ich kaufe einen Zylinder. Den Zylinder auf 16 Unterteilungen. Bei Subdi ist es vernünftig, wenn man wirklich kleiner anfängt. Man kann nachher immer noch unterteilen, das ist alles nicht das Thema. Aber gleichzeitig wird das Ganze dadurch sauber, es bleibt sauberer und ihr habt es leichter, bestimmte Sachen nachzumodellieren, weil ihr nicht so viel Unterteilungen habt. Das kommt ja nachher durch den Subdi. Und das Coole ist, dass man dadurch eigentlich auch ganz gut sauberes Modellieren lernen kann. Ist allerdings auch ein bisschen anstrengender, gebe ich an der Stelle auch zu. Okay, so, wir gehen rein. Taste 3 für den Flächenmodus, dann hier das Ganze löschen, die oberen und unteren Flächen. Alles auswählen, skalieren. Z, um das Ganze hier runterzubringen. Ich denke, so würde ich das haben wollen. Wir wollen hier das Loch in den Teil machen. Wir brauchen aber nachher noch, werdet ihr dann gleich sehen, warum, am Rand ein bisschen Fleisch, was stehen bleibt. Und wir wählen das jetzt hier aus, dann Ctrl-I, um die Auswahl zu invertieren und dann löschen wir das. So, das ist jetzt hier die wichtige Basis. I, dann hier quasi unser Loch machen. Dann Ctrl-R, jeweils hier ein Loop-Cut. Immer schön mit der rechten Maustaste abbrechen, damit das direkt wirklich in der Mitte landet, der Loop-Cut. Dann hier diese Flächen selektieren. Rechtsklick, Loop-Tools. Loop-Tools ist ein Add-on, ist im Blender enthalten, müsst ihr nur aktivieren. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Circle. Das ist mir jetzt wirklich noch nie passiert. Was ist denn da los? Hier stimmt irgendwas nicht. Kommando zurück. Fehlersuche. Das gibt's ja nicht. Okay, dann werde ich hier einfach mal die... Ich bin in Flächenselektion. Vielleicht ist das das Problem. Ich hatte das aber noch nie. Ich... So, das gibt es ja wohl nicht. Rechtsklick. Loop Tools. Circle. Okay, kann scheinbar passieren. Ihr habt jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Und die Flächen gehören gelöscht. Das ist mir vorher noch nie passiert. Eigenartig. So, ich möchte nachher, dass hier keine kurze und keine lange Kante bleibt, sondern sollen gleich lang bleiben. Deswegen hier GG, also zweimal G drücken, um das Ganze anzugleichen. Soweit, so gut. Als nächstes werden wir das einmal mit einem Array rundherum machen und dafür brauchen wir ein Empty. Ich nehme jetzt hier so ein Plane Axis und dann gehen wir wieder auf unser Modell, fügen dort einen Array hinzu. Wichtig, das Empty nicht skalieren, dann geht nämlich nachher einiges schief. Das Empty muss immer auf Skalierung 1 bleiben. Wenn euch das zu groß oder zu klein ist, dann könnt ihr hier die Größe verändern. Okay, zurück zu unserem Objekt. Wir gehen in die Modifier und wir schalten Relative Offset aus und gehen auf Object Offset. Das Objekt, was quasi nachher den Array steuert, ist das Empty. Wir brauchen hier, wir haben zwei Flächen, auf 16 sind 8 Wiederholungen. Und jetzt können wir ganz einfach das Empty drehen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, 360 Grad durch 8 sind 45 Grad. Ihr habt völlig recht. So, machen wir hier mal Shade Smooth. Mal sehen, ob wir sehen, auf was ich hinaus möchte. Nein, sehen wir nicht. Das Problem ist, wir haben jetzt ein Array gemacht und die ganzen einzelnen Stückchen, die werden nicht verbunden. Deswegen müssen wir jetzt beim Array sagen Merge und dort schauen, dass First und Last Copies auch aktiviert ist. Jetzt sollte das passen. Was wir hier auch an der Stelle machen können, bei den Overlays können wir die Wires
blenden, dann haben wir hier immer alles ganz gut im Blick. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht es nämlich weiter. Wir können dieses Empty erstmal verstecken. Und was wir jetzt machen, ist, wir fügen ein zweites Empty hinzu. Und ich nehme hier mal eine Sphere und mache die wieder ein bisschen kleiner. Gehen wir jetzt auf unser Objekt wieder zurück und fügen einen weiteren Modifier hinzu. Was man an der Stelle mal sagen kann, wir verwenden jetzt hier ein paar Modifier. Und wichtig ist, die Modifier werden von oben nach unten abgearbeitet. Das heißt, das, was oben zuerst steht, wird als erstes angewendet, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste. Wir haben jetzt ein Array angewendet und wenden den nächsten an, der danach quasi in der logischen Folge angewendet wird. Das Ganze kann manchmal vom Kopf her ein bisschen anstrengend werden, aber es kann sich teilweise wirklich lohnen, bei sowas dran zu bleiben. Und deswegen machen wir das jetzt. So, also Array, dann wieder Object Offset. Und hier unser neues Empty hinzufügen. So, erstmal nur eine Kopie. Dann wieder auf Merge setzen. Also hier brauchen wir eigentlich nur das normale Merge. Und jetzt das Empty nach oben bewegen. Und dann rotieren. Diesmal nur um die Hälfte. Das wären dann 22,5. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt wird es lustig. Jetzt müssen wir diese Vertex-Punkte skalieren, dass wir diese Bereiche auch gleich groß bekommen. So, dann das hier, skalieren Z. Und ihr seht dann, irgendwann schnappt das zusammen. Das ist, wo das Merge einsetzt. Okay. Und auf diese Art und Weise haben wir wirklich nur diesen einen Bereich, den wir bearbeiten und alles andere geschieht automatisch. Das ist das Praktische dabei. Okay. Hier vielleicht noch ein bisschen. So, okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Können wir ein paar mehr machen? Und was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze nochmal rund machen. Das ist jetzt hier noch nicht perfekt rund. Und dafür fügen wir einfach einen weiteren Zylinder hinzu. Der sollte normalerweise bei 32 Vertices reichen. Den bewegen wir jetzt hier nach oben und skalieren den ein bisschen kleiner. Den dürfen wir einfach so skalieren. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Shrink Wrap Modifier. Den finden wir hier. Shrink Wrap. Schrinken, schrumpfen. Und das Target-Objekt, wo er herumschrumpfen soll, ist der Zylinder. So, und wir sehen, dass das nicht perfekt funktioniert. Oben ist alles weg. Folgendes. Pass auf, der eine Array, den schalte ich aus. Das wäre eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen den Teil, der sich rumschrumpft. Dann ist der perfekt rund. Und danach geht es weiter nach oben mit dem perfekt runden Teil. Und deswegen kommt der Shrink Wrap 1 nach oben und dann kommt der zweite Array und jetzt könnten wir den quasi auch hier so viel machen, wie wir wollen. Es wird immer perfekt rund sein, weil die Basis unten perfekt rund ist. Den Zylinder verstecken, Taste H, das Empty können wir eigentlich auch verstecken, Taste H. Und so geht die Perfektion weiter. Das ist ein bisschen zu dick aufgetragen, oder? So. Als nächstes brauchen wir Stärke, das heißt ein Solidify. Machen wir den hier so ein Stück. Okay, super. Und jetzt einen Bevel. So. Wir schalten den Bevel dann noch aus. Ich will euch zeigen, warum wir den verwenden. Dann sehen wir das am besten. Wir fügen gleich als nächstes, um das Ganze jetzt wirklich smooth zu machen. Und wir reden ja auch von Subdi-Modeling im weitesten Sinne. Vor allen Dingen aber vom sauberen Modellieren. Und deswegen jetzt hier Subdivision und Stufe 2. Und das kann man jetzt schon so gelten lassen. Ja? Das kann man so wollen, so modelliert. Warum nicht? Sieht gut aus. Ich wollte allerdings, dass die Löcher relativ scharfkantig sind und deswegen schalte ich jetzt hier mal den Subdi aus und jetzt schauen wir uns den Bevel an. So, der Bevel überschießt jetzt aktuell, der ist zu stark. Deswegen nehme ich hier den Amount runter und ich weiß zufällig, dass es 0,01 ungefähr sein müssten, was ich haben will. Okay, zweites Problem, diese Ecken hier soll er nicht abrunden, weil die sollen nicht gestützt werden, die sollen ja rund gemacht werden vom Subdi.
Deswegen erhöhen wir hier den Winkel, bis das Ganze verschwindet. So, sehr gut. Dann eine weitere Unterteilung bitte, also Segment auf 2. Und ich will es nicht abgerundet haben, wenn ihr das gut sehen könnt, sondern ich möchte, dass das Ganze gerade ist und dafür kann ich bei Profile das Shape auf 1 setzen. Jetzt ist das genau das, was ich haben will. Wir haben jetzt quasi eine prozedurale Abstützung durch den Bevel und können jetzt den Sub deaktivieren und es wird perfekt passen. Ich mache hier mal das Wireframe kurz aus und wir sehen, dass es jetzt wirklich perfekt. Wir können hier auch noch, wenn uns das noch nicht rund genug ist, jederzeit einfach den Subdi noch ein Level rauf machen, noch ein Level, und das ist absolut kein Thema. Das Ding wird immer formstabil bleiben. Sehr schön. Schauen wir hier nochmal in die Wires rein. Wenn man das Ganze jetzt fertigstellen möchte, dann müssen wir es ja oben schließen. Dafür brauchen wir es oben gerade. Das können wir machen, indem wir die oberen drei Modifier anwenden, abschießen, also quasi rendern, könnte man sagen. Also den ersten Ray abschießen, Shrinkwrap abschießen, abschießen und den Array abschießen. Und jetzt Wires aus, gehen wir rein und eventuell müsst ihr da den Sub-D ausschalten, wenn euer Computer das nicht zulässt. Und ihr könnt hier wirklich mit Alt einfach reinklicken, damit ihr den kompletten Loop selektiert. Skalieren Z0. So, ihr seht auch, bei mir dauert es auch ein bisschen. Ich werde mal für die Aufnahme das deaktivieren. Dann nochmal extrudieren, um hier wieder eine Stütze zu haben. Obwohl, die Stütze sollte ja eigentlich durch den Bevel geschehen. Deswegen Kommando zurück. Extrudieren, abbrechen, skalieren, um das Ganze hier reinzusetzen. Und dann extrudieren Z. Und dann hätten wir hier irgendwas. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob das gut abgestützt wird durch den Bevel. Ja, wird es. Perfekt. Sehr schön. Und so könnte man jetzt hier wahrscheinlich irgendwie einen Auspuff oder irgend sowas machen. Mit perfekten Löchern. Subdi-fähig, kann jederzeit runtergeschalten werden, damit da kein Stress mit dem Computer oder mit sonst was entsteht. Und das Ding einfach nachher wieder einschalten oder beim Rendern dann eben einschalten lassen. Da habt ihr im Viewport hier die Möglichkeit, haben wir jetzt zwei Unterteilungen fürs Render, könnte man das Ganze auf 4 oder 5 setzen. Kein Thema, und so ist das eine coole runde Sache. Und ihr seht, Modifier können sich wirklich auszahlen. In dem Fall jetzt hier alles wirklich gleichmäßig und prozedural quasi. Wir hätten noch bis zum Schluss die Löcher zum Beispiel kleiner machen können. Alles kein Thema. Und ist immer wieder eine spaßige Angelegenheit. Von daher hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.